Hi ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf Kerstins Küchentraum. Ich habe heute wieder eine leckere Süßspeise für euch, die auch Kinder mögen als Mittagessen. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie man ganz leckere Apfelknödel zaubern kann. Das Ganze möchte ich als eine Art Serviettenknödel machen. Das wird dann aufgeschnitten und angebraten mit Vanillesoße und gerösteten Mandeln serviert. Ist super lecker, kam natürlich perfekt bei meinen Kindern an. Und sogar mein Mann hat es sehr, sehr gut geschmeckt, der jetzt nicht so der Fan von Süßspeisen ist. Aber er fand das auch super lecker. Und ja, jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Video und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr das Ganze einmal nachmacht. Für die leckeren Knödel benötigen wir natürlich etwas Knödelbrot. Meins habe ich jetzt hier schon vorgeschnitten gekauft. Das gibt es bei uns so im Laden. Wenn das bei euch nicht so üblich ist, dann könnt ihr auch einfach 250 Gramm altbackene Semmeln nehmen und das Ganze in so feine Scheiben schneiden, dann ist es im Endeffekt genau dasselbe wie das gekaufte Knödelbrot. Außerdem benötigen wir drei Äpfel. Diese habe ich geschält, entkernt und in kleine Würfel geschnitten. Dann habe ich hier etwas Zucker, eine Prise Salz, Zimt, zwei Eier und Milch, die gerade schon wieder eine Haut zieht, obwohl ich die eigentlich gerade entfernt habe. Auf jeden Fall ist die Zubereitung relativ einfach, zumindest was das Anrühren des Teiges angeht. Denn wir geben uns einfach alle Zutaten in unsere Schüssel. Die Milch sollte wirklich schön heiß sein, denn dann sackt das Brot so schön in sich zusammen. Außerdem geben wir dann noch unsere Eier drüber. Und das Ganze wird jetzt miteinander verknetet. Wir benötigen später noch etwas Butterschmalz oder ihr könnt auch beliebig anderes Fett nehmen, um das Ganze anzubraten. Außerdem habe ich schon einen Topf auf dem Herd mit heißem Wasser, denn das Ganze muss gleich ordentlich köcheln. Und ihr braucht eine Vanillesoße nach Wahl. Also da könnt ihr wirklich euch selbst aussuchen, welche ihr nehmen möchtet. Möchtet ihr euch eine selbst zubereiten mit echter Vanilleschote oder nehmt ihr einfach eine Packung und macht es euch ein kleines bisschen leichter. Das bleibt ganz euch überlassen. Das Ganze muss ordentlich geknetet werden. Am Anfang sieht es immer so aus, als würde sich das irgendwie so gar nicht miteinander richtig verbinden. Aber ihr müsst da einfach ein bisschen Geduld haben. Und kneten und kneten und kneten. Seht ihr, das hat sich jetzt richtig schön miteinander verbunden. Ich drücke mir das einfach kurz ein bisschen flach und lasse das Ganze jetzt gut 15 Minuten lang quellen. In der Zeit werde ich mir schon gleich lange Stücke Alufolie und Frischhaltefolie abtrennen und dann sehen wir uns wieder. So, nach 15 Minuten Ziehzeit nehme ich mir jetzt die Hälfte des Teiges aus. Und presse mir das einfach auf meine Frischhaltefolie. Also ihr seht, ich habe hier zwei Lagen. Unten habe ich Alufolie, oben drüber habe ich mir etwas Frischhaltefolie gelegt und forme mir daraus jetzt erstmal, ja, ich mache immer so eine Art kleinen Balken in der Größe und Breite, wie ich das Ganze haben will. Dann wasche ich mir immer erstmal die Hände, sonst klebt alles. Und dann nehme ich mir die Folie zu Hilfe und rolle das Ganze damit rund ein, so wie ich das Ganze haben möchte. Es muss auch absolut nicht perfekt rund sein. Dann drehe ich mir die erste Seite ein. Drücke die andere Seite noch mal ein bisschen zusammen, drehe mir diese ebenfalls ein und wickle mir dann auch schon die Alufolie drum. Und schon haben wir das erste Päckchen fertig. Das Ganze mache ich jetzt noch ein zweites Mal. So, und ihr seht, mein Wasser sprudelt schon. Da kommen die guten Stücke jetzt rein. Ich hoffe, sie passen auch beide, denn ich habe keinen größeren Topf. Also müssen wir ein kleines bisschen drücken. Und das Ganze lasse ich jetzt circa eine halbe Stunde lang leicht siedend köcheln. So, ihr Lieben, ich habe das Ganze jetzt auskühlen lassen, damit ich das Ganze auch anfassen kann. Und dann wickle ich das jetzt einfach erstmal aus.
nachdem wir das Ganze jetzt erfolgreich ausgewickelt haben, fangen wir einfach an, das Ganze in Scheiben zu schneiden. Und mein Sohnemann hat gerade einen Wutanfall. Also wenn ihr das im Hintergrund etwas schreien hört, dann wird das wohl mein Sohnemann sein. Ihr solltet da ein bisschen vorsichtig schneiden. Manchmal fällt auch ein Stückchen Apfel raus, aber ich finde das jetzt ehrlich gesagt nicht allzu schlimm. Den kann man schnell so wegsnacken. Meine Vanillesoße habe ich jetzt auch schon fertig und ich habe mir noch ein paar Mandeln geröstet. Und jetzt lasse ich mir gerade schon die Pfanne heiß werden und darin braten wir das Ganze jetzt an. Ich denke, den Prozess, wie ich das Ganze anbrate, werde ich euch nur ganz kurz einfach einblenden, denn das mit dem Anbraten, ihr wisst Bescheid, Fett in die Pfanne, von allen Seiten gut goldbraun werden lassen und dann ist das Ganze auch schon fertig und kann angerichtet werden. Ich wollte euch einmal zeigen, wie das Ganze dann fertig angerichtet aussieht. Ich habe ein bisschen Vanillesoße darüber verteilt. Für die Kinder wird es natürlich ordentlich Vanillesoße auf die Teller geben. Habe ein paar Mandelplättchen drüber gestreut. Und wir lassen uns das Ganze jetzt schmecken. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat und dass es der ein oder andere mal ausprobiert. Ich würde mich super darüber freuen und wünsche euch einen wunderschönen Tag.